Hallo, schön euch zu sehen, schön dich zu sehen. Willkommen zurück hier bei Pioneers of Pagonia. Ja, die letzte Folge war für mich erhellend, um es mal so zu sagen. Eine von mir vollkommen nicht beachtete Abenteuergilde ist von mir jetzt entdeckt worden. Und mit entsprechender Wertschätzung verbunden. Ja, ich hatte letzte Folge ja angekündigt, ich wollte eigentlich eine gewisse Einrichtung hier suchen. Bin nicht hingekommen. Ah, da habe ich es jetzt aber gefunden. Das ist schön. So, auf jeden Fall macht der Kollege jetzt erstmal hier so ein paar Fackeln. Okay. Kann man da irgendwie eine Prio setzen? Das glaube ich nicht, ne? Wir haben davon 16. Na, gucken wir mal, so weit. Das lassen wir mal bleiben. Und dafür brauche ich auf jeden Fall die Fackeln, weil das brennt. Ne, das brennt hier sehr, sehr, weil ich hier ständig Probleme bekomme. Mit Dieben, die jetzt teilweise enttarnt werden. Das ist ein Waldläufer, der da schon tätig ist. Das ist cool. Hehehe, der heizt den ganz schön ein. Ja, sehr schön. Ja, da guckst du dumm. Da hast du jetzt nicht mit gerechnet. Zack, da ist ein Dieb nach dem anderen, wird hier niedergemetzelt. Aber hallo, die sind ja Gold wert, wenn es hier um die Diebe geht. Wow. Da habe ich aber noch so im letzten Moment hier die Kurve gekriegt, wenn man so will. Kerkega, meint er. Ja, hat er recht. Kerkega. So, die netten Leute haben da hinten ihr Domizil. Ich hatte ja hier gesagt, ne, hier will ich Waldläufer haben und Soldaten nach Möglichkeit. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Hier habe ich ausschließlich mal schnell, wie heißen sie gleich? Wachen, also in dem Fall sogar Veteranwachen. Engagiert, das ist auch richtig so. Ich lerne gerade den Wert von vielen Wachtürmen kennen. Da wird sich hier in meinem Spielverhalten, aber in den zukünftigen Folgen so ein bisschen was ändern. Da kann man von ausgehen. So, ich habe hier sowohl als auch. Das ist cool. Ist in Ordnung. Wobei ich sagen muss, ich sehe hier keine Diebe im näheren Umkreis. Von hier kommt auch irgendwie nichts mehr. Dann würde ich die Leute hier nämlich abziehen wollen. Komplett. Setz die dafür rauf. Wie sieht das hier aus? Auch hier würde ich hingehen und sagen, die weg. Fackeln, verstärkte Rüstung, leichte, die habe ich glaube ich im Augenblick, ne? Waldläufer. Ich hätte vielleicht diese verstärkte Rüstung, naja, egal. Da würde ich dann hier, wenn es geht, vielleicht 5 von denen rekrutieren. Beziehungsweise, er würde eigentlich da mehr Sinn machen, aber wir haben ja Möglichkeiten. Fokuspunkt für Patrouille ist da gesetzt. Den kann ich auch hier hinsetzen. Wir schauen mal. Ich muss jetzt Sachen ausprobieren, weil ich natürlich vieles auch noch nicht weiß. Ist halt so. Was habe ich hier gemacht? Ja, ist eigentlich okay. Auch hier würde ich hingehen wollen.
obwohl, nee, hier noch eine weiteren Wachturm, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wie sieht es hier mit der Militärakademie aus? Ich gehe hier mal auf 10. Gehe hier vielleicht aber vorsichtig mal auf 5. Und würde, Moment, Rüstungsschmiede, die sind glaube ich beschäftigt, ne? Kann das sein? Das ist. Ah, okay. Da sind 5, hier habe ich nichts mehr, aber. Achso, die habe ich noch nicht geordert. Schlau wie ich bin. Aber jetzt. Da habe ich nämlich den Haken vergessen. Ja, da habt ihr nicht mit gerechnet. Kleiner Überraschungsangriff. Was ein Zufall. Da haben wir noch Glück gehabt. Dass ich die jetzt gerade da geordert habe. Oha, oha. So, ja, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt so einigermaßen die Übersicht. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Gebe ich offen zu. Schon wieder die, die mich angreifen. Achso, ja. Nee, das ist eigentlich in Ordnung. Gegnerisches Lager entdeckt. Ja, da sind 2 Stück. Das habe ich im Blick. So, jetzt aber. Wie sieht's hier aus? Ich habe hier. Okay, da fehlt mir ein Waldläufer. Der ist verlustig gegangen, glaube ich. Abenteuergilde, Waldläufer. Leichte Rüstung, verstärkte Rüstung habe ich noch gar nicht. Na gut, dann mache ich erstmal. Nein, ich mache jetzt nochmal 5 von denen. Egal, dann brauche ich erstmal die. Schneiderei. Verstärkte Rüstung, die braucht noch Eisenbahnen. Ja, deswegen habe ich da erstmal Abstand von genommen. Ich war aber trotzdem mal hier von 5 und davon 5. Na, gucken wir mal. Kurzer Blick zur Zeit. Diebe, die mich angreifen. Oder Diebe, die wir angreifen. Das ist immer so die Frage jetzt im Augenblick. Okay. Ja, ich überlege mich gerade, ob ich noch einen weiteren Wachturm hier hinsetzen soll. Hm. 5 Soldaten sind ein bisschen wenig. Ich habe da zwar die Waldläufer noch mit dabei. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne Folgendes mal ausprobieren. Ich nehme hier noch so einen Wachturm hin, wenn das passt. Ich setze mal hier so hin, damit ich den Weg da nicht komplett verbaue. Hallo? Wachturm? So. Weiterer Wachturm. So, der kriegt seinen Fokuspunkt. Meinetwegen hier so hin, da bin ich flexibel. Patrouillieren. Da wird schon patrouilliert, dann vielleicht hier so patrouillieren. Und Moment. Da nehme ich auch eine höhere Priorität. Dann brauche ich fortgeschrittene Soldaten. Ich würde ganz gerne die Veteranen da nehmen. Die nicht. Achso, das geht jetzt in dem Augenblick noch nicht. Okay. Ich lerne Dinge dazu. Okay.
tue ich mich wieder in den Fokuspunkten da jedes Mal. So, jetzt aber. Mann. So. Moment. Veteranensoldaten habe ich. Veteranensoldaten rekrutierfähig, beziehungsweise könnte ich welche rekrutieren. Das wären die Kollegen hier. Direkt mal 10 Stück, wenn es geht. Einen Augenblick bei der Gelegenheit. Wohnhaus. Zack. Wohnhaus. Dann. Da bin ich mal gespannt. Das wäre wahrscheinlich auch keine dumme Idee, das hätte ich vorher mal machen sollen. Wo sind die jetzt wieder? Nein. Nein. Ich kann es mir nicht merken. Bearbeitung war es nicht. Holz und Stein. Baustellencamp. Oder hier so. Na, komm, ist egal. Nichts geht. Jetzt. Nein, nur eins. Verdammter Doppelklick. So, okay. Mach auch mal Prio rein. Ah, ja, wenn die hier angreifen, von da aus, das ist erstmal. Das ist nervig auf einer Seite, aber dann werden die Diebe, ne, die werden zumindest etwas behagt und in ihren Grenzen verwiesen. Sehr gut. Ja, die das zu haben, ist nicht verkehrt. Dann halten die Kollegen da so ein bisschen in ihren Schranken. Und die kommen vielleicht nicht durch bis zu unserer Siedlung, ne, zu unserem Dorf. Das ist dann die ganze Geschichte. Und hier würde ich, wie gesagt, ganz gerne erstmal zusehen, dass ich das Ding fertig kriege. Deswegen, wieso ist der denn da auf? Nein, das wollte doch gar nicht. So. Jetzt. Da hatte ich nicht drauf geachtet. Bin ich bei mich hindurchgegangen. So, Veteran. Oh, wir haben 10 Veteranensoldaten hier rumhängen. Wir haben 2 fortgeschrittene Soldaten, 3 Wachen und immerhin 5 Waldläufer. Okay. Erfreulich, erfreulich. Macht nur mal das mit denen. Das ist soweit okay. Ach so. Sehe ich gerade. Der hat auch schon wieder das gelbe Fähnchen. Wenn der das gelbe Fähnchen hat, dann kann ich die Leute hier doch abziehen. Was war das gerade? Was habe ich hier rumhängen? Würde ich hier, damit sozusagen dieses Gebiet hier entsprechend noch ein bisschen geschützt ist, vielleicht 5 von den Waldläufern hier unterbringen. Oder bringt das gar nichts? Weil das im Prinzip das Ding nicht mehr benötigt wird. Alles Erreichbare. Alle erreichbaren Territorium im Reichweite eingenommen. Moment, Augenblick. Ein Patrouillenpunkt. Kriege ich den noch besetzt?
Irgendwas mache ich. Ach, die sind nicht angehakt, deswegen. Irgendwas Grundlegendes mache ich hier falsch. Veteranensoldaten, dann nehme ich von den Veteranensoldaten auch 5. Dann haben wir es doch schon mal. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was? Was? Das geht ja gar nicht. Patrouille, Moment. Dann setze ich ihn aber mal hier so hin. Ah, sehr gut. Ah, da wird ihnen auch schon gerade das Leben schwer gemacht, die lieben Dieben. Da haben die jetzt nicht mitgerechnet. So, so. Ich glaube, einer von meinen Leuten hat da wohl mit dran glauben müssen. Das ist nicht schön, aber okay, passiert. So, kriege ich das hier so langsam, so einigermaßen in den Griff. Was ist jetzt hier los? Zimmerer ist unterwegs, das hört sich gut an. Ja, da bin ich im Baustellenkampf, das war natürlich hier wieder so ein Schnellschuss. Da war ich in meiner Planung ein bisschen suboptimal. Um es mal so auszudrücken. Okay. Jo. Ansonsten läuft es. Ah, das ist cool. Den haben wir jetzt eingeschlossen. Also, ne, der gehört jetzt zu uns, wenn man so will. Dann müsste ich doch hier auch einen Weg hinkriegen können. Oder. Ist ja noch nicht so hundertprozentig. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. So. Müsste jetzt aber so langsam erreichbar sein hier für mich, das Ding. Bernsteinwache? Moment mal. Also, großer Eber der Entschlossenheit. Ein Symbol von Stärke und Widerstand. Die Statur zu betrachten erfüllt viele mit Motivation und Entschlossenheit. Welche Statur? Ich sehe da nichts. Die braucht 40 Stein, 40 Eisenbarren. Wie viel Eisenbarren habe ich denn überhaupt? Stein, Bergbau insgesamt, Eisenbarren 9. Der ist jetzt nicht so üppig. Ich habe aber hier Eisenerz, wie ich gerade sehe. Ich habe hier Silber. Oh, Silbererz. Ich habe noch mal Eisenerz. Ich habe ja sehr viel Eisenerz. Das erfreut mein Herz. Das Eisenerz. Und ich habe hier. Ich habe noch mehr. Ich habe keine Kohle. Stein. Eisen. Boah, was ist denn hier los? Silber. Na gut, immerhin. Ich würde, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn ich hier hingehen würde, bezüglich des Problems mit dem Eisen und hier so ein bisschen den Bergbau in diese Richtung so hinter, ach, jetzt wird es angezeigt, vorantreiben würde. Moment, also Eisenerz habe ich da sehr, sehr vieles, auch Silbererz ist da durchaus gegeben. Vielleicht dann doch besser hier so oder da so. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, wie ihr seht. Ich mache immer so den Eisenbergbau hin. Eisen, Silber, Stein, Silber, Eisen und Silber. Silbertagebau können wir hier auch entsprechend schon mal versuchen zu etablieren. Ich
Ich weiß, die Grenze ist da noch nicht so toll gesetzt. Wege. So, Moment, Moment. Da komme ich nicht durch, aber hier, da kriegen wir hin. Und dann haben wir die schon mal verknüpft. Jetzt muss ich kurz gucken. Okay, ich muss irgendwie hier runterkommen. Und nach Möglichkeit das Ganze so machen, dass ich keine Abbaugebiete, möglichen Abbaugebiete dadurch mir hier verbaue. Das wäre nicht so gut. Wo bin ich? Da bin ich. Okay. Ja, meine Planung ist wieder perfekt. Holz und Stein soll es sein. Verarbeitung, nein. Holz und Stein, genau. Baustellen, Camp. Dann setze ich mal hier eins hin. Hallo? Na, gerade hast du doch gehabt. Nee. Ist jetzt die Möglichkeit, aus nur Millimeter die Maus zu verziehen und schon ist alles wieder zu spät. Bitte Prio. So. Okay. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Überhaupt kein Problem. Oh, die Zeit schreitet auch voran, wie ich gerade sehe. Oh, meine Leute sind da schon selber sehr aktiv geworden. Das ist sehr schön. Ich brauche da gar nichts mehr machen. Das machen die alles alleine. Ja, cool. Ein Lager weniger, aber da vorne haben wir immer noch eins. Und da müssen wir uns natürlich auch drum kümmern. Die begreifen an. Das ist eine sehr dumme Idee von den Dieben, mich anzugreifen. Im Augenblick. Ja, sehr schön. Cool. Die Priorität hier kann ich jetzt runtersetzen. Das ist soweit erledigt. Wie sieht es hier mit dem Ding aus? Oder ist man noch nicht? Naja, wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die man irgendwann mal bauen kann oder müsste oder so. Keine Ahnung. Ja, ich sage jetzt erstmal nichts zu. Okay. Bevor ich mich jetzt hier noch mehr blamiere, würde ich sagen, ich mache hier den Ausstieg für diese Folge. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen lieben Dank, dass du auch wieder mit dabei warst und dass ihr mich hier unterstützt. Ich habe mit dem Spiel wahnsinnig viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen und nur mal so als kleines, mini-kleines Zwischenfazit an dieser Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.